tatsächlich die Eltern da noch eingreifen können bei diesen Bildern, die auf uns einstürmen. Man kann teilweise Sachen sperren, die muss man dann aber selbst sperren. Und ich denke aber, Kinder können das von sich aus nicht selbst sperren. Und ich habe jetzt letztens ein Video gesehen, wo ein Mann eine Frau praktisch in einem Schwitzkasten hatte. Und die hat, es hat so ausgesehen, als bekäme die keine Luft mehr. Und ein anderer hat sie dabei gefilmt, also dieses Pärchen. Ich weiß ja nicht, was dieses Video soll. Gut, es ist teilweise lustig, es werden teilweise lustige Sachen gezeigt. Das, was oftmals gezeigt wird, ist nicht für Kinder gedacht. Die teilen ja teilweise auch ihre Sachen. Und das ist so ein Gesamtpaket. Ich denke, das kommt aus China. Und ich frage mich, was das mit den Kindern macht. Ob die Kinder abgestumpft werden dadurch, wenn sie sowas sehen. Ja, Dinge über den Krieg, dann wird ja teilweise auch werden politische Sachen gezeigt. Das ist ja auch gut so, dass man sich auch mit der Politik beschäftigt. Aber das ist so ein Riesentopf, in dem so viele Dinge reingetan werden, die eigentlich nicht positiv auf Kinder einwirken können. Ja, ich frage mich, was das mit den Jugendlichen auch macht. Ja, was man dagegen tun kann. Dieses Netz ist schon nicht leicht zu handeln, man muss gut aufpassen. Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich. Ich weiß, es gibt da einen Werbe- oder Adblocker, wie sich das nennt, wo auch, sagen wir mal, Dating-Seiten, die Sexdienste anbieten. Ich meine, Gott hat ja Sex überhaupt erfunden und es ist ja nichts Verwerfliches, wenn, ja, Gott hat ja Sex erfunden, aber ich weiß nicht, ob das gut ist für Kinder und Heranwachsende, dass die das schon sehen müssen. Ja, ich frage mich, ob es da eine Möglichkeit gibt, dass Kinder und Jugendliche sinnvoll mit dem Netz umgehen können, dass man da wirklich Kurse anbietet und auch Informationen gibt, welche App jetzt gut ist und welche nicht. Ich hoffe, ihr konntet mich gut verstehen und ja, ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt und vielleicht habt ihr den ein oder anderen Kommentar für mich, was ihr darüber denkt und wäre cool und ja. Danke, dass ihr mir zugehört habt
und wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.